Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Freut mich. Ich habe dafür auch was für euch. Und zwar richtig was Großes. Vielleicht sieht man es hier schon leicht. Und wir kommen heute nicht drum rum, unser Special Unboxing Messer einzusetzen. Ich habe ja schon angeteasert, dass es nochmal um Luft gehen soll. In meinem Video vom Dyson Luftreiniger. Und ich sag euch jetzt mal schnell, um was das es geht, bevor der Abspann kommt. Oder eigentlich eingangs nennt man es ja nicht Abspann, ne? Das ist ja Intro. Achtung. Pah. Nicht ganz leicht und nicht ganz klein. Da drin ist ein Set mit dem Dyson Absolut V11. Und wie das Set aussieht, beziehungsweise was in dem Set beinhaltet ist und was sonst noch in dem Karton sich alles versteckt, das seht ihr jetzt aber nach dem Intro. So, dann würde ich mal sagen, wir versuchen mal das Teil zu filettieren und uns stückweise vorzuschaffen. Oh, kurz daneben. So, weil. Wie gesagt, handelt es sich um ein Set mit verschiedenen Zubehörteilen und die bestehen aus erstmal einer Garantie-Registrierkarte. Jo, die legen wir mal beiseite. Und dann haben wir einen kleinen Karton. Ich muss jetzt mal die Kaffeemaschine temporär herhalten. Einen größeren Karton mit Tragelasche. Stellen mal zur Seite. Und noch einmal ein größerer Karton, der etwas schwerer ist. Ohne Tragelasche. So. Ansonsten befindet sich da nichts mehr drin. Deswegen tue ich den jetzt mal weg. Vorsicht, ohne hier Chaos. Zu veranstalten. So. Er ist zwar nicht weg, aber er ist mal aus dem Bild und das ist die Hauptsache. So. Also, gleich mal ein bisschen die Arbeitsfläche säubern. Mit was fange man an? Ich glaube mal mit dem Kernstück, um das es ja eigentlich geht. Und zwar haben wir hier, da muss ich gerade mal gucken, wie sie das verpackt habe, dass man die Ecke da, die Schlasche aufmachen kann. Aber ich glaube, ich bin jetzt mal rabiat. Und schneide die einfach mal auf und dann haben wir nämlich schon ja eine Möglichkeit, das Teil, wenn es denn von der Höhe her passt. Nee, dann machen wir anders, weil das ist nur Umverpackung. So, Kartonage, Kartonage, la 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 la. Jetzt machen wir mal eine richtige Präsentation. Ein Dyson V11. Absolut, glaube ich. Absolut, extra. Okay. Da gibt es ja bei Dyson verschiedene Sets mit verschiedenen viel Zubehörer und die wäre dann jeweils anders, immer anders benannt. Also das ist mal das Kerngerät. Dazu haben wir diese kleine Box, in der sich
so ein Teil befindet. Dazu aber später mehr. Und dann machen wir hier mal auch die Lasche auf. Das ist das zweite große Zubehörteil. Auch hier drehen wir es schnell auf den Kopf. Sieht man es vielleicht schon? Nee, noch nicht. Weiß nicht, ob das von der Höhe hereingeht. Tada, ich mache das mal von der Seite, weil es geht von der Höhe her nicht ganz ins Bild. Fast genauso groß oder ein bisschen größer sogar wie der Karton vom Staubsauger selbst. Das nennt sich, man sieht mich fast gar nicht mehr, gell? Das nennt sich Dyson V11 Dock. Das werden wir jetzt mal auspacken und uns ganz genau nacheinander angucken, was das alles miteinander zu tun hat und wie die Einzelteile da ausschauen. Also, ich mache jetzt bloß mal einen kurzen Umbau, damit wir jetzt hier den Ausbau nicht, oder soll ich das da oben machen, müsste ich mal überlegen. Ihr seht ja jetzt, wie es weitergeht, wie ich mich entschieden habe. Entweder es geht hier weiter oder wir sehen eine andere Einstellung. Also, lege mal los. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich nicht umbauen müssen. Ich glaube, das müsste man so hinbekommen. Ich habe das mal kurz ausgecheckt. Hier haben wir noch einen Karton, der muss noch weg. Und fangen wir mal an mit dem einzelverpackten Teil. Zwar ist es ein Adapterstück, das man, wie ihr schon sehen könnt, in verschiedene Winkel einstellen kann. Und da es ja rund ist, ist es nicht das Horn von Jericho, sondern das ist ein Adapterstück für das Saugzubehör, das Saugrohr oder Fugedüse, je nachdem. Legen wir das mal oder stellen wir das mal hier vorne an hin. So, dann habe ich mir das so überlegt. Heute brauchen wir das Unboxing-Messer aber echt viel. So, hier und hier und hier auch nochmal. Und dann, so habe ich mir das vorgestellt. So, da seht ihr noch nicht so viel. Das lupfe ich euch mal ein bisschen, dass ihr da reingucken könnt. Mal gucken, ob ich das so hinbekomme. So, jetzt bin ich mal geschwind aus dem Bild. Aber so sieht das original verpackt aus, wenn man so einen Karton öffnet. Und jetzt holen wir uns mal Stück für Stück. Ich drehe das mal noch so ein bisschen weg. Dann habe ich hier a presentation place. So. Also, wir fangen mal an, was da alles so drin rumfliegt. Einmal ein Karton mit zwei Düsen, Zubehörteile, die sich wie folgt zusammensetzen. Einmal eine, sieht man das so? Ich kann das auch anders machen. Ich komme mal kurz für euch rum. Aber hier sehen wir natürlich nichts, weil die Beleuchtung dahin ist. Ist ein bisschen doof. Also komme ich wieder zurück und hoffe, dass ihr das so seht. Weil ich habe hier noch eine Kamera, Elektriktrick. Also das ist wie gesagt eine Düse. Die weiß ich nicht, wie die jetzt speziell von Dyson her heißt. Auf jeden Fall hat man hier eine breite Düse mit einem Fusselfänger und eine verschiebbare Bürsteaufsatz, um eben Oberfläche mit abzusaugen. Dann haben wir auch dabei drin Standard und es ist wirklich meine Hauptdüse. Leute, was die schon Dreckfresse hat, also ich habe ja schon ein Dyson-Gerät, deswegen habe ich ein bisschen, kenne ich die Zubehörteile schon, aber was diese Düse schon mitgemacht hat, das ist, kann man wirklich gedroht sagen, das ist der Haupteinsatzzweck im täglichen Gebrauch, sage ich mal. Also wie gesagt, diese Fugedüse ist dabei und diese Bürste-Kombidüse nehme ich sie jetzt mal. Legen wir die mal auf das Presentation Place, wenn man das so sehen kann. So. Dann haben wir, so wie das aussieht, ein Saugrohr. Das ist auch wunderbar.
in schönem Dyson-Blau, blau elixiert, wie auch immer. Sieht man das so hier? Also Saugrohr. Das lege ich jetzt aber mal nicht aufs Presentation. Oh, doch, geht. Dann haben wir natürlich ein Handbuch, die Dyson-typisch immer recht dick erscheinen. Da sind aber jedoch alle verfügbare Sprachen drin. Da müsste ich jetzt bloß mal und auch wieder schöne, viele Bildchen. Also erfahrungsgemäß macht Dyson die Handbücher recht verständlich und illustriert. Können wir uns ja später vielleicht auch noch etwas genauer angucken. Dann haben wir einen Wandhalter, den man dann zusammen montieren kann. Sieht dann in etwa so aus. Ich zeige es jetzt mal ein bisschen schematisch. Hier kommt es dann zusammen. Stell dir vor, das wäre zusammen. Dann können wir das so bewegen und in die Schale den Staubsauger einführen. Lasse ich aber jetzt drin, aus einem ganz bestimmten Grund, hat nämlich mit dem V11-Dock was zu tun. So. Heißt, ich kann euch schon so viel verraten, ich werde das jetzt erstmal nicht benötigen. Deswegen lassen wir das mal im Karton original so drin, wenn es denn wieder so rein möchte. Dann haben wir einmal eine, die nennt sich Softwalze. Das ist eine Bürste, die elektrisch angedreht wird und hier ganz weiches Samt oder weiß nicht, was das ist, auf der Rolle hat und hier so Gummi und die ist besonders hier hinten, das bewegt sich auch noch. Wie gesagt, die wird elektrisch angetrieben und ist hauptsächlich für glatte Böden, Paket, Laminat, Fliese, was auch immer. Die brauche ich ehrlich gesagt im täglichen Einsatz aber auch nicht ganz so oft, also weil ich ja auch Teppich da habe und dann immer wechsel und auf dem Teppich muss man sagen, ist das Ding nix. Oder im Gegensatz zu der anderen Bürste, die ich euch gleich zeige, nix. Und deswegen kommt es eben im Praxiseinsatz dazu, dass ich die ganz selten brauche. Wäre jetzt auch nicht zwingend notwendig, wenn der mich fragt, wenn der irgendwo ein Kombi kauft und diese Softdüse wäre nicht dabei. Es sei denn, ihr habt wirklich nur Hartböden und keinen Läufer und keinen Teppich und nichts, dann könnte man sich darüber streiten. So, und jetzt kommt es auch zu dem, was ich eben schon angesprochen habe, zu der anderen Düse, nämlich das wird die Hauptdüse sein, die im täglichen... Oh, ein bisschen fester. Und zwar ist das diese... Ja, ich nenne es mal Kombidüse, die auch elektrisch angetrieben ist und die hier zweierlei Borstenstärke hat. Einmal was Weicheres und hier nochmal eine Lage mit einem festeren, das vergleichbar ist wie mit einer wie so feste Hundebürste, die wirklich starre Borste hat. Und dann sieht man hier unten vielleicht, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, solche rote, wenn man das sieht, ich nenne es mal Blockade. Jetzt sieht man, wenn man das in der Flucht sehen kann vielleicht, jetzt ist das alles eine Fläche. Damit kann man die Saugkraft, mit der die Bürste auf dem Boden gehalten wird oder gerade auf dem Teppich, wenn man die logischerweise hier öffnet, dann hat man hier Öffnungen, wo die Luft durchströmen kann. Und das heißt im Umkehrschluss, die Düse haftet nicht so arg auf dem Boden, ist dann relevant, wirklich, wenn er irgendwie einen Läufer saugt und der geht euch mit, weil er auf dem Boden unten drunter nicht so haftet. Und dann kann man hier eben die Saugkraft verringern, indem man diese Teile in drei Stufen verstellen kann. Ich habe das auf der mittleren Stufe, da funktioniert es mit der ersten Tests, hat es in der ersten Tests relativ gut funktioniert. Deswegen lassen wir das mal auf der Mitte stehen. Wie gesagt, auch elektrisch angetrieben. Kombidüse lege ich jetzt mal oder stelle sie mal professorisch hier an die Seite, weil wir müssen ja noch dazu eine andere Sache kommen. Dann haben wir nämlich noch mal hier so ein kleine Lausrecher. Die habe ich bis dato jetzt noch nicht gehabt. Da bin ich mal gespannt. Die hat relativ feste Borste und die ist wohl gut geeignet, wenn man
Autofußmatte hat und ist mit matschigen Füßen ins Auto gekommen und das trocknet ja irgendwann. Und wenn man das dann aus dem Stoff rausbürsten will, soll das da damit gut gehen. Kann ich aber erst sagen, wenn ich es mal versucht habe, bis jetzt hatte ich die noch nicht. So, in dem Karton war die drin und da ist auch noch ein Netzteil, weil man muss, das ist ja ein Akkustaubsauger, den muss man logischerweise irgendwann aufladen. So, lege ich auch mal gerade kurz an die Seite und dann gucke ich mal, dass ich den ganzen Kladderadatsch da wieder so halbwegs vernünftig zusammenpacke, dass ich den Karton hinterher auch wieder zukriege. Da muss ja irgendwann auf der Speicher und da soll dazu sein. Dann haben wir was ganz Feines. Und bevor ich da dazu komme, noch eine kurze Vorstellung von dieser kleinen Düse, wenn ich sie rausbekomme. So, und zwar das. Bei Vorwerk hat es mal so was Ähnliches gegeben, da hieß das Ding Möbelpinsel. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch schon mal tatsächlich geschafft, knapp 3 Monate bei Vorwerk im Außendienst tätig zu sein. War lang genug, es hätte nicht länger sein dürfen, aber ich kann es jedem mal empfehlen, ist eine Erfahrung für sich. So, wie gesagt, und deswegen komme ich auf dieses Vorwerk Möbelpinsel, weil ich glaube, das ist so was Ähnliches. Das ist relativ weiß, weiche Borste und da kann man schön Oberfläche mit absaugen, die jetzt irgendwo, ob es Tastaturen sind oder Geräte, also die schadet den Geräte definitiv nicht. Und hier unten hat man auch nochmal so einen Fusselfang mit so einem roten Samt, ähnlich wie man das von den, das habe ich so gerade nicht hier, so eine Fusselbürste kennt, wo in einer Richtung dann die Fussel mitnimmt. Also kann man dann auch wohl tiefer auf eine Oberfläche und kann da einmal Fussel vom Sofa oder vom Kissen oder meinetwegen vom T-Shirt mit runtersaugen. Die habe ich dann schon relativ oft, gerade um Fernbedienungen und so und Tastatur abzusaugen, ist die sehr gut geeignet. Die stelle ich jetzt mal auf die Nespresso-Maschine. So, und ja, jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich mich jetzt hier mit dem Kartonage Tetris verhaspe und nehme ich die hier. Das ist das Pendant zum Vorwerk Polsterboy, würde ich mal sagen, weil ist auch eine kleine Bürste, die mit dem Motor angetrieben wird, die hat einen eigenen Motor. Und das Ding, das macht schon eigentlich richtig Musik. Ich habe ja einen Hund und immer wenn ich mich mit dem ein bisschen zu intensiv befasse, dann bleibt es nicht aus, dass ich hier natürlich voller Haar bin. So, und da habe ich letztens gedacht, okay, dann nimmst du mal die Polsterbürste, haust das auf den Staubsauger und dann saugst dich da einfach mal ab. Kann man machen. Aber ich empfehle beide Brustwarze, die vorher abzukleben. Also das Ding dreht schon mächtig und wenn man sich dann am lebendigen Körper so absaugt, kann man das schon tun. Aber an bestimmte Stelle sollte man dann ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ich sage es nur mal so zur Warnung. Und ich übernehme keine Haftung, falls jemand das jetzt beherzigt und das mal selbst probiert. Soweit der Disclaimer. Also zu dieser Düse, wenn man jetzt, wie gesagt, die ist per Motor betrieben, wenn man die auf einer Fläche aufsetzt, dann ist das Besondere an der, dass die sich, seht ihr das, hier bewegen kann. Ja, das heißt also, wenn ich mit dem Sauger, der jetzt da dran ist, da komme, dann kann ich während dem Fahren, während dem Bewegen, kann ich den Winkel hier verstellen. Ohne, dass sich diese bündige Fläche, die hier, die im Polster, wo auch immer abschließt, großartig verändert. Das heißt, es bleibt gleich und Leute, Fußmatte, Auto, ich sauge kein Auto mehr ohne diese Bürste. Also die nehme ich wirklich sehr oft. Kisse, wir haben auch Katzenhaare, Hundehaare, vom Sofapolster, von der Lehne. Hammer. Also das Teil ist wichtig, wenn ihr Tiere habt eventuell. Und wäre auch wichtig, wenn ihr euch überlegt, mal sowas zu kaufen, dass ihr die vielleicht mit dabei habt. Also die kann ich euch nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Eine pfiffige, kleine, saugeile Bürste. So, jetzt haben wir ja aber, glaube ich, alles oder fast alles durch. Eine Kleinigkeit fehlt ja noch.
aber nur eine winzige Kleinigkeit. So, jetzt haben wir das Karton-Tetris soweit fertig. Und dann setzen wir mal das zur Seite. Und jetzt kommen wir zu der Kleinigkeit, die noch fehlt, nämlich die M5 Boss. Ja, es ist tatsächlich keine Waffe, sondern es ist das Hauptgerät, nämlich, tada, das ist der, sagen wir, das Motorgerät vom Dyson V11. So, da wir jetzt alles ausgepackt haben, werde ich jetzt, das machen wir gleich. Also, eine Kleinigkeit ist mir beim Zusammenpacken noch in die Hände gefallen, nämlich dieses Teil hier. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, ich hoffe es doch. Was ist das? Ganz einfach, das ist Zubehöraufbewahrungsclip, könnte man das nennen. Keine Ahnung, wie das Dyson selbst nennt. Hält am Saugrohr oder später noch eine andere Variante. Und dann kann man hier das Zubehör seiner Wahl, das man am liebsten verwendet, sozusagen sein Favorite, am Saugrohr mit festklemmen. Hält wirklich fest. Und zeige es mal, wie es dann aussieht. Natürlich nicht unter, sondern so, wie man es halt gerne hätte. Ja. Okay, jetzt, nee, zu der Vorstellung kommen wir später. Ich hätte mich schon fast wieder verhaspelt. Also, das ist dieses Teil. Und hier seht ihr jetzt mal diesen kompletten Umfang, der also in diesem V11 absolut extra Paket drin ist. Das heißt, die Maschine selbst direkt. Den Zubehörhalter, eine Fugendüse, eine Breitbürste mit Kombi-Fugendüse, wie auch immer, diesen Möbelpinsel, diese grobe Schmutzbürste, den Filzrecher, wie auch immer, dann die sehr empfehlenswerte Polsterdüse, das Herzstück, die Kombidüse, sowohl für glatt als auch für Teppich geeignet. Und die Softbürste oder Softwalze. So, ergänzend, habe ich ja gesagt, es sind ein paar Zubehörteile extra, wie eingangs schon gezeigt, dieses Teil, das man im Winkel bis zu 90 Grad bewegen kann. Und, es ist ja fast wie eine Verkaufsshow, hey. Und habe ich jetzt aber noch gar nicht ausgepackt, wenn wir das Unboxing ja noch fertig machen, sehe ich gerade. Den V11 Dock. Hat nichts mit Document zu tun, sondern Dock wie Andocker. Okay, dann räume ich das Zubehör vom Staubsauger jetzt erstmal beiseite und dann geht es weiter mit dem Unboxen von dem V11 Dock. So, weiter geht's mit diesem Dock. Dazu brauchen wir noch mal kurz unser Unboxing oder Entschuldigung, Special Unboxing Messer. Und ja, das ist schon richtig. Machen wir das analog zu dem Gerät. So. Das beinhaltet wesentlich weniger Bauteile. Aber ein bisschen was ist trotzdem drin. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Wenn es Fitnessstudio zuhört, kauft euch einen Staubsauger und präsentiert den. Dann habt ihr dann leichter Ausgleich. So, ich hole mal die Teile einzeln raus. Das ist jetzt vielleicht einfacher. Und pack dann den Karton weg, damit wir oder ihr schön freie Blick auf die Gerätschaften, hätte ich jetzt gesagt, habt. Aber es sind ja gar keine Gerätschaften. Nein, beides, das schien es so. Das ganze Teil ist eh Gerätschaft. So.
Es gibt eine kleine Anleitung, schätze ich mal. Ja, bebildert, wie man das Teil aufbaut. Ohne angeben zu wollen, aber das brauche ich jetzt in dem Fall nicht. Hier haben wir schon nichts mehr drin. Ne, das dürfte alles sein. Schutzfolie machen wir ab. Dann machen wir den Klabautermann wieder zu. Und hauen den auch zur Seite. So, und jetzt weiß ich nicht. Also wir haben, ich sage es euch mal, was drin ist. Wir haben einen Fuß, der schon ordentlich was wiegt. Ich kann es euch gleich genau sagen. Das sehe ich so nicht. Ich habe doch da mal irgendwo. 2,835 Kilo. Also knapp 3 Kilo. Das Teil. Macht aber auch Sinn. Seht ihr gleich. Dann haben wir hier nochmal ein Alurohr, kein Saugrohr, ganz normales Alurohr. Und das kommt, wie man hier vielleicht schön sehen kann, einfach hier per Klick in den Fuß. So, jetzt wird es oben aus fast ein bisschen eng, aber ich lege euch das dann zur Seite. Und hier haben wir dann nochmal. Oh, wir brauchen das Unboxing-Messer noch einmal. So. Hier haben wir dann noch mal, jetzt wird es eng. Nochmal so Verschlusssystem und vielleicht seht ihr jetzt schon, was das geben soll. Also wir haben ja hier unseren Fuß. Und wenn man sich vorstellt, das wird das hier so stehen. Dann können wir unser Gerät nehmen. Es ist nämlich nichts anderes als ein Aufbewahrungsplatz. Für den Staubsauger. Hier kann man entweder eine Düse oder ich finde es praktischer, das Rohr selbst nochmal einhänge, dann hat man nämlich hier Möglichkeit, die Fugedüse oder was auch immer benutzt wird, am Gerät zu lassen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Zubehörhalter. Den kann man natürlich auch hier an dem Teil festmachen und dann entsprechend die Zubehöre fest an der Station lassen. Dann braucht man sie nicht beim Sauger mit durch die Gegend ziehen. So. Und ja, eigentlich ist es dann so gedacht, ich stelle das mal hier auf den Boden, im Raum oder in der Ecke das Teil aufzustellen und so den ganzen Staubsauger mit dem ganzen Geröde, was da drauf ist, aufzubewahren. Finde ich geschickt die Sache und es gibt da dazu noch was zu sagen, nämlich das Netzteil, man kann das Gerät laden. Man kann ganz einfach den Stecker vom Netzteil in das Gerät hier einsteckt und dann wird der Akku geladen. So, man kann aber auch, wenn man wirklich eine feste Position hat oder einen festen Ort für das Gerät, wo man es dann in dem Ständer beispielsweise benutzt, man sieht hier drin, deswegen habe ich das noch nicht zugeklipst, ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann. So eine Klappe. Das heißt, wir gehen mit dem Kabel von unten hier, ziehen das durch die Nut nach oben, fahren hier oben dann mit dem Kabel oben durch, komme hier oben raus mit dem Ergebnis, dass das Kabel dann da drin sitzt und dann kann ich das so zuklicksen, also es geht dann nach hinten weg und dann steht der Stift vom Ladegerät in der Station innen drin nach oben und somit kann ich dann das Gerät immer laden, wenn ich es in die Auffangstation oder in das Dock stecke.
System verstanden. Ich hoffe mal, dass ich es relativ verständlich erklären konnte. So, und das ist noch ein Teil, das kommt dann hier hinter, wenn man das Kabel verlegt hat, als Verschluss dazu, damit dieses Loch dann verschlossen ist. So, okay. Ich glaube, das war es jetzt mal vom Unboxen. Wir haben alles Wichtige gesehen. Damit es aber nicht so lang wird, mache ich hier an der Stelle jetzt mal einen Cut. Und ich werde jetzt das Gerät auch erstmal an den Strom hängen, weil, ja, da sieht man schon was. Und wenn man hier überhaupt von Einrichten sprechen kann, den Einrichtvorgang, den mache ich mit euch zusammen natürlich, wenn das Gerät vollgeladen ist. Und dann werdet ihr auch auf die Unterschiede von so einem V11 zu meinem Modell, das ich bisher benutzt habe, so einem V8 oder so, zu sprechen kommen. Und damit das Video nicht zu lange wird, mache ich an der Stelle jetzt Schluss, weil das Einrichten und die Vorstellung, auch vielleicht ein bisschen Testsauge, was auch immer mir dann noch einfällt, mache ich in einem extra Video, weil ich glaube, das Unboxing-Video war jetzt auch schon mega lang. Und wie gesagt, ich will den Kamerad jetzt erstmal an den Strom hängen. Und ach so, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, natürlich bei dem V11, ich weiß nicht, ob es beim V10 auch schon ging, auf jeden Fall bei der Generation mittlerweile, kann ich den Akku entnehmen, kann ihn natürlich jetzt auch irgendwo extern hinklemmen und kann den laden. Und wenn ich ihn geladen habe und er ist voll beiseite lege und wenn mir beim Saugen der Akku ausgeht und ich hätte noch einen zweiten, kann ich den einfach hier wechseln. Schöne Sache, gut, dass sich Dyson dazu jetzt entschieden hat, das so zu machen, weil ein Akku geht auch irgendwann mal am Gerät kaputt und ging zwar bei der früheren Generation auch den zu tauschen, aber nicht so einfach, wie wenn er halt entnehmbar ist. Ganz logisch. Ja, wie gesagt, das soll es fürs Unboxing jetzt gewesen sein. Ihr könnt ja die Glocke klicken, dann kriegt ihr das Folgevideo natürlich mit. Und wenn ihr nicht die Glocke klicken könnt, dann liegt es vielleicht daran, dass ihr mich nicht abonniert habt, beziehungsweise meinen Kanal nicht abonniert habt. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Ich sage auf jeden Fall mal danke fürs Zuschauen von dem Unboxing-Video. Und es würde mich echt ganz arg freuen, wenn wir uns bei der Vorstellung vom Gerät wiedersehen würde. Also vielen Dank, denkt positiv und bleibt negativ. Bis dann, ciao.